Moin moin Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Tutorials und Tipps. Heute die fünfte Folge. Sie hat das Thema zum Spaceboard bitte. Das ist immer eine Frage, wenn man ganz neu im Spiel ist, da weiß man am Anfang nicht so ganz genau, wo es hingeht. Man sucht und sucht, bis man dann das erste Mal in seinen Flieger steigen kann und fliegen. Und heute habe ich dafür extra mal Charakterreset gemacht, um mal zu zeigen, wie das so ganz von Anfang losgeht. Ich mache das am Beispiel von Hurston Lovell Teaser Spaceport. Und zwar dort die Wegbeschreibung durch ein einfaches Ablaufen im Spiel. So, dann wollen wir jetzt mal auf das Live-Bild gehen. Hier sieht man, hier ist momentan alles noch recht frisch. Darum einmal hier aufs Spiel klicken. Okay, da akzeptieren wir einfach mal, weil den Charakter, den brauchen wir jetzt nicht. Bei Select System, da müssen wir dann aussuchen. Natürlich, also im Moment ist es nur Stanton, später wird es mal mehr sein. So, jetzt unsere Lokalisation in Stanton, da will ich in Lorville sein hier, auf dem Planeten Hurston. Das soll mein Startpunkt sein, wo meine Schiffe und all das gelagert wird. So, ausgesucht, dann hier ein EU-Server und dann wird es hier als die Homestead sozusagen gesetzt. So, ja, das wollen wir, ich bin mir sicher. Jetzt lädt er natürlich und es braucht ein bisschen, bis das Spiel dann gleich richtig da ist. Und wie gesagt, es geht einfach nur darum, um kurz zu zeigen, wie man nach dem ersten Betreten in das Spiel den Weg zum Flughafen bzw. zum Spaceport findet. Heute wird es Lovell sein, in den nächsten Tagen kommen dann noch die anderen Planeten dazu. Ja, und jetzt heißt es erstmal Loading Stream und warten, warten, warten. Ich hoffe mal, es wird nicht zu lange dauern. Aber die Zwischenzeit ist immer gut, um ein Schlückchen Tee zu trinken. Wäre schön, wenn er jetzt so langsam fertig werden würde mit dem Laden. Ja. So, und da sind wir jetzt aufgewacht im Bett in Lorville. Wenn man sich hier das erste Mal so umguckt, zack, zack. Ich glaube, man hat hier auch noch eine Kaffeemaschine. Drücken wir erstmal die Taste Z zum Aufstehen und einmal die F12 und Michette wegzumachen. Ja, hier hinten ist die Kaffeemaschine, aber momentan gar kein Becher da. Den könnte man jetzt suchen, der könnte irgendwo im Schrank stehen, ich weiß es jetzt nicht. Ups. Falsch ausgelöst. Da läuft er. Ja, da wären sie. Aber sie sind nicht zu benutzen. Na okay, dann geht das momentan nicht. So. Tür öffnen. Und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Tutorial. Der Weg zum Flughafen. Wie man hier sieht, wir haben hier zwei Ebenen in Lorville. Wenn ihr die Treppe seht, also den Fuß der Treppe seht, müsst ihr immer nach oben, denn oben ist die Tür zum Fahrstuhl. Den wollen wir uns jetzt mal rufen. Einmal hier raufklicken. So, am Schild hier vorne sieht man, wir sind im vierten Stock sozusagen. Momentan kommen wir noch nicht in unsere Residenzräume zurück. Das geht leider noch nicht. So. Unser Ziel ist natürlich der Ground Floor. Da ist die Eingangshalle dann von unserem Hotel. Oder wie man das hier nennen möchte. So, und hier
ist quasi eine Art, ja, der Portier an diesen Automaten kann man, falls man hat, schon kleine Strafen bezahlen. Und dann geht's mal direkt zum Flughafen. Zurzeit kann man hier Geschenke einsammeln, die liegen hier rum, aber das will ich hier nicht machen, weil ich den direkten Weg gehen bzw. zeigen möchte. Hier hinten liegt so ein Geschenk. Und die sind hier in den Landezonen und auf den Planeten gut verteilt. Wenn man sie einsammelt, kann man da in der Weihnachtszeit, die wir ja jetzt haben, gutes Geld mitverdienen in relativ kurzer Zeit. Das ist besonders schön, wenn man gerade nur ein Anfangsschiff zur Verfügung hat. Da kann man sich dann schon, oh, eine hübsche Leiche mit aufstocken. Wie man sieht, der Weg einfach zum Mittelpunkt hier. Hoch, links, rechts sozusagen. Das war nicht viel. Und schon sind wir auf dem Weg. Und jetzt heißt es nur, bis zur nächsten Station zu fahren. Und dann sind wir auch schon beim Teaser Spaceport. Hier oben in der Laufleiste steht auch unser nächster Stop drin. Da steht sogar unsere Fahrzeit dran. Ja, leider haben wir Nacht, sehen darum nicht so viel. Aber hier oben hier Lichterreklame vom Flughafen. Wir sehen Ladekräne. So. Wenn man hier hinten jetzt hinlaufen würde, würde es zur Business Line gehen. Da müsst ihr hin, wenn ihr Sachen verkaufen wollt, wenn ihr Händler seid. Aber wir müssen, wenn wir auf dieses Schild hier zulaufen, einmal durch diese, ja, Scannerkontrollen durch, an den Wachen vorbei. Einmal gleich kurz die Treppe hoch und hier kommen wir nochmal auf den Automaten zu, wo wir unsere Strafzettel zahlen können. Und dann sind wir auch schon hier, wo wir dann auf der linken Seite unsere Raumschiffe holen können. So. Das hier sind die, die ich habe. Und da hole ich mal den Kleinen hier. Da wird mir jetzt gleich angezeigt, wo mein Schiff steht. In Hangar 9. Und zum anderen haben wir hier diese eingeblendet, diese Anzeige. Schiff Hangar 9, so und so viele Meter weg. Wenn man hier jetzt sieht, hier New Deal. Wenn man den Gang hier runter geht, kommt man zu einem Schiffshändler. Dort kann man neue Schiffe kaufen. Interessanter Punkt. Hier haben wir wieder Fahrstühle. Und die benutzen wir jetzt, um zu unserem Hangar zu fahren. Er hatte uns ja gesagt, Hangar 9, müssen wir hier auswählen, klicken. Wenn wir uns da ein bisschen drehen, sehen wir, dass wir unserem Schiff jetzt näher kommen. So, und dann sind wir auch schon gleich da. Ich mache das erste Mal jetzt so weit ins Schiff rein, das Schiff starten, so dass ihr einfach mal abheben könnt, wenn ihr das gesehen habt. So eine ganz kleine, grobe Anleitung nur, mehr nicht. So, Klappe wieder zu. Wie gesagt, wenn man hier rüber geht über Sachen, ich habe so eingestellt, automatisches Highlighten. Wenn man jetzt die Taste F drückt, so wie bei der Tür zum Beispiel eben, dann kann man aussuchen, also kommt man in dieses Menü rein, ich drücke sie mal ein paar Mal hintereinander, dann wird das eben halt eingeblendet, so. F für Use. So, er soll den Pilotensitz benutzen. So, jetzt habe ich einmal die Taste U zu drücken, um die ganze Maschine anzumachen.
Jetzt drehe ich das Mausrad hoch und ihr seht, so ein kleiner Kasten geht hier bei der Speed-Anzeige hoch und runter. Das ist auf der linken Seite unseres HUDs, der so grüner Bereich, rot, grün, rot. Den mache ich jetzt mal ganz nach oben. Dann haben wir hier vorne verschiedene Fluganzeigen. Die für uns jetzt wichtige hier ist das Gear und VTOL. VTOL ist eine, ja, man kann sagen, eine, da sind die Schubdüsen des Schiffes nach unten gerichtet. So, jetzt drücken wir einmal die Taste F1. Da kommen wir in dieses Menü rein und gehen mit der Maus hier auf Comlink, eben halt diese zwei Personen, die sich unterhalten, wie Kommunikation. Gehen hier oben auf Friends, haben hier Lovell Landing Service, weil den brauchen wir. Den müssen wir einmal anfunken. Denn wir sind in einem Hangar und so, ich drücke nochmal F1, dann geht das Ganze zu. Wir sind in einem Hangar. Ich gehe mal, dass man das sieht. Der fährt jetzt auf. Und das ist quasi so der Deckel oben drauf. Wenn der zu ist, würden wir explodieren, wenn wir hochfliegen. Jetzt reicht es zum Hochfliegen, wenn wir einfach die Space-Taste drücken. Ich drehe das Schiff ein bisschen mit der Maus und gebe mit W Vorschub nach oben. Einfach, damit das Schiff auf Speed kommt. Mit der Taste H können wir den VTOL an- und ausstellen. Das heißt, der Schub, der von direkt vorhin auf dem Boden ging, ist ja jetzt etwas verloren, sondern der sollte jetzt nach hinten gehen und darum lenke ich ihn jetzt um, indem ich einmal H drücke. Hupala, so. So, und jetzt drücke ich einmal das G für das Gear, damit das Fahrwerk reingeht. Aber ich kann es nochmal kurz zeigen. Das Fahrwerk ist jetzt draußen, sieht man nicht so ganz so doll im Dunkeln, ja da. Und wenn ich jetzt das G drücke, zack, geht's rein. Jetzt, um aus der Ansicht rauszugehen, wieder drücke ich nochmal F4. So, und dann wollen wir mal unseren ersten Sprung machen. Ich gehe mal wieder vom Speed etwas runter. Wir sind hoch genug. Dafür drücke ich die Taste F2. Das wäre ein bisschen weit. Wir wollen hier in Hurston. Und zwar nur einen kurzen Sprung nach Everest Harbor. Dafür müssen wir uns das so hindrehen, dass wir hier auch... Na... dass wir Everest Harbor auch hier drauf sehen. Da oben ist er. So. Dann wird uns hier oben links angezeigt, was unser Ziel ist. Auf der rechten Seite, wie viel Sprit wir insgesamt haben und wie viel wir dafür brauchen würden. So. Die Route ist gesetzt. Da sind die Anzeigen. Da ist unser Zielpunkt. Jetzt gehe ich mit F2 wieder raus, sehe da mein Ziel und Everest Harbor ist nicht so weit weg vom Planeten. Einmal B drücken, dann spult er. Wenn ich jetzt etwas länger B drücke, dann springt er. Jetzt heißt bis auf ungefähr 10 Kilometer, also nochmal B drücken, damit das hier wieder ausgeht. Jetzt fliegen wir bis ungefähr 10 Kilometer an die Station heran. Dabei sollten wir nicht zu schnell sein, weil zu schnell bedeutet dann manchmal ja den schnellen Tod für uns, denn sie sind nicht unbedingt so bremsfreudig. So. So, jetzt sind wir in einer waffenfreien Zone, wo nicht geschossen werden darf. Schießen können wir allerdings noch. Aber damit sollten wir vorsichtig sein. Und um zu verhindern, dass wir aus Versehen schießen,
drücken wir einfach mal die Taste P. Dann sind die Waffen offline. So, noch ein bisschen näher und dann müsste gleich so ein roter Schriftzug aufgehen, dass wir, da ist er auch, please. Also wir sollen hier die Flugaufsicht sozusagen kontaktieren. Das machen wir wieder mit F1. Gehen wieder auf Kommunikation unten mit der Maus. Einmal auf Friends und jetzt hier Everest Harbor, unser Zielort, wird angefunkt. So, mit F1 wieder raus. Und jetzt zeigt er uns hier irgendwo mit diesem... Auf der linken Seite sieht man hier vorne so einen kleinen Pfeil. Und wenn man weiter rüber geht, ein Kreis mit... Ja, man kann sagen, so eine Pfeilspitze nach unten. Da sagt er uns, da sollen wir landen. Ah, ja. Wenn sowas kommt, müsst ihr auch schnell anhalten, weil ihr werdet gescannt. Und zwar von diesen netten Herren... Na, wo sind sie denn? Ja. So, und wenn sie ihren Scan erledigt haben, dann sagen sie, wir können weiter. So, jetzt können wir weiter. Würden wir es nicht machen, das anhalten und uns scannen lassen, dann würden sie uns eine Strafe aufbrummen. Und wenn uns das ein paar Mal hintereinander passiert, dass wir dann eine Strafe kriegen und sie nicht gleich bezahlen... Dann, ja, kann es sogar sein, dass wir einen richtigen Crime-Stat bekommen und sie anfangen, uns hier zu bekämpfen und wir nicht mehr landen können. So, hier jetzt einmal wieder das Fahrwerk raus. Hier vorne sieht man den Landebereich, der uns reserviert worden ist. Dort soll es jetzt hingehen zum Landen. Nicht zu schnell das Ganze. Zack. Jetzt geht's mit der Taste STRG langsam runter. Und schon sind wir gelandet. Jetzt sollte uns eigentlich eine Nachricht geben, so von wegen, dass er uns ja hier begrüßt. Da ist sie auch schon. So, jetzt können wir das Schiff ausstellen. Beziehungsweise wir stellen einfach nur... Ja, die Schiffsmotoren aus. Jetzt heißt es zum Aufstehen hier einmal die Taste Z drücken. Und schon können wir wieder laufen. Einmal zur Heckklappe nach hinten, die Taste F drücken und dann hier Tür öffnen. Jetzt ist das Wichtige, was ich vorhin vergessen habe, zu gucken, haben wir einen Helm auf. Aber wenn wir frisch ins Spiel reinkommen, dann haben wir eigentlich unseren Helm auf. Diese neckische Uniform. Also unseren Flight Suit. So. Weil ohne Helm raus ist nicht gut. Da kriegt man keine Luft. Da stirbt es sich sehr schnell. So, Tür wieder zu. Tür wieder zu ist wichtig, damit einem das Schiff nicht geklaut wird. Lasst keine anderen Leute rein, die ihr nicht kennt, die ihr nicht drin haben wollt. Könnten böse sein und euch während des Fluges, wenn ihr aus der waffenfreien Zone raus seid, mit einer Waffe einfach erschießen. Ja, und dann haben sie ein Schiff. So, und hier im Fahrstuhl eben halt wieder ab zur Lobby. Da storen wir dann das Schiff wieder ein. Wenn wir es nicht einstoren, kriegen wir auf manchen, in manchen Landegebieten eine Strafe aufgebrummt, die müssen wir ja nicht extra kassieren. Unnötiges Geld ausgeben wollen wir ja nicht. So, und das passiert dann am selben Monitortyp, wie wir ihn vorhin beim Starten auch schon gesehen haben. Wenn wir aus dem Fahrstuhl rauskommen hier, zack. Zu der Konsole hin, wieder einmal kurz F gedrückt halten. Da sind das Use mit der Maus drauf. Hier vorne haben wir das Schiff, mit dem wir gekommen sind. Da einmal auf Store. Er rappelt ein bisschen. Und dann ist das Schiff gestort.
So, auf dieser Raumstation haben wir Zugriff auf alle Sachen, die wir auf dem Planeten haben. Also die anderen Schiffe. Aber nur über der Station, über dem Planeten. Wenn wir jetzt woanders wären, müssten wir entweder zurückfliegen, wenn wir ein bestimmtes Schiff wollen, oder das Schiff uns claimen. Das heißt, per einem Dienstleister sozusagen herbringen lassen. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch als kleiner Einstieg gefallen. Das nächste Video über die Spaceports bzw. Flughäfen wird dann kürzer sein, weil dann wird dann nur der eigentliche Weg dorthin beschrieben. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ja, ja, du mich auch. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss.